In diesem Video zeige ich dir, wie du von so Computerplatinen das Gold oben ablösen kannst. Im ersten Video habe ich dir ja bereits gezeigt, wie man aus einem grossen Haufen Elektroschrott einen kleinen Haufen Elektroschrott machen kann. Da in diesem Haufen ist aber immer noch sehr, sehr viel dabei, wo eigentlich gar kein Gold drauf hat. Und das müssen wir jetzt noch weiter aussortieren. Aus dem Haufen von Platinen interessiert uns wirklich dann nur das, wo dann auch wirklich auch Gold drauf ist. Ich habe da mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar werden wir Salzsäure brauchen und Wasserstoffperoxid. Und ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Während bei mir auf dem Balkon eigentlich Goldproduktion schon auf Hochtouren läuft, tue ich jetzt noch ein paar neue Gläser vorbereiten, damit ich dir zeigen kann, wie das Schritt für Schritt wirklich funktioniert. Am einfachsten ist, wenn man natürlich relativ die gleichen Komponenten ins gleiche Glas rein tut, weil es einfach ein bisschen einfacher ist, um nachher weiterverarbeiten. Wir tun jetzt hier eigentlich Schritt für Schritt die wirklich, wo Gold sichtbar ist, tun wir das versuchen rauszubrechen, möglichst klein und trotzdem möglichst an einem Stück, weil wir müssen nachher die Teile wieder aus dieser Säure rausfischen. Dann muss ich dir noch ganz eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar bin ich da gerade am Vorbereiten gewesen und dann hat es an der Tür geläutet. Und ich habe ein Päckchen bekommen. Und, rate mal, was drin war. Geil! Ganz viel Computerschrott. Ich habe einfach die geilste Community der Welt. Ich habe jetzt da mal 3 so Gläser vorbereitet mit goldhaltigem Material drin. Das ist natürlich längst noch nicht alles, aber für den ersten Versuch langt es allemal. Ein kleiner Szenenwechsel auf meinem Balkon, da Salzsäure dämpfen tut, macht man das am besten natürlich im Freien. Ich habe jetzt da schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar werden wir jetzt 32%ige Salzsäure mit einer 3%igen Wasserstoffperoxidlösung 50:50 mischen. Das führt eigentlich dazu, dass Kupfer aufgelöst wird. Unter dem Gold unten hat es auf der Platine eigentlich eine feine Kupferschicht und die lösen wir auf, dann geht das Gold eigentlich oben runter und wir können es dann nachher so also rausfiltern. Hey, schreib mir doch mal unten in die Kommentare, ob dir das Video gefällt und ob du noch mehr so Videos sehen willst. Um das Ganze abmessen, ist zum Beispiel auch eine Waage noch ganz praktisch. Dann geben wir die Sachen nacheinander rein. Es ist wichtig, dass die ganzen Platinen bedeckt sind. Und man sieht dann eigentlich sehr schnell, es fängt an blubberle. Das heisst, es gibt eine chemische Reaktion. Und bereits nach kurzer Zeit schwimmen eigentlich schon die ersten Goldblättchen oben auf. Und das Wasser fängt sich mit der Zeit an grünlich zu verfärben. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sich das Kupfer anfängt aufzulösen. Das Reaktionspotenzial von dieser Mischung ist natürlich begrenzt. Und wenn sie gesättigt ist mit Kupfer, dann hört es eigentlich auf blubberle und es kann durchaus sein, dass man dann die Teile noch ein zweites Mal einweichen muss, bis dann wirklich alles Gold drin ist. Das Gold hat so ein bisschen die nervige Angewohnheit, dass es einerseits schwimmt und zweitens mal so ziemlich überall klebt. Also sprich, es ist manchmal gar nicht so einfach, um das Gold können da rauszulösen. Wir sehen eigentlich jetzt da wirklich schon schön, wie das Gold sich in dem Kaffeefilter absetzt. Gerade so bei grösseren Stückchen bietet sie sich eigentlich an, dass man die abwäschen tut. Und wenn alles Gold drin ist, dann kann man sie eigentlich auch zum Prozess ausnehmen. Wir sind schon fast angekommen bei unserem Goldklumpen. Jetzt müssen wir dann das Ganze noch zusammenschmelzen. Das wird dann im nächsten Video passieren. Darum, wenn dir das Video bis dahin gefallen hat, dann du doch unbedingt den Kanal abonnieren.